میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی Es ist halt nicht mehr einfach, weil die verschiedenen Gruppen, die eigentlich schon verstanden haben, dass sie zusammenarbeiten müssen, eben Stück für Stück niedergemacht werden von der Islamischen Republik und klein gehalten werden und immer da, wo es für sie am gefährlichsten ist, eben besonders viel Druck aufgebaut wird. Wir haben gesehen, die Studierenden, die Studierenden im Iran, die an den Hochschulen protestiert haben, die unglaubliche Massen auf die Straßen gebracht haben und die dann nicht nur beschossen wurden und so weiter, sondern eben genau dann immer, wenn die Aufmerksamkeit sinkt in ihrer Situation, dann vor die Disziplinarverfahren, Disziplinarräte gebracht werden und es sind unglaublich viele Studierende exmatrikuliert worden für ihre Proteste. Es gab erst in dieser Woche dann wieder Sitzstreik vor der Kunsthochschule in Teheran und gestern wurden dort 10 Studierende einfach in einen schwarzen Wagen abgeholt und ins Gefängnis verbracht. Und auch in Tabriz gab es jetzt wieder 80 Studierende, die vor das Disziplinarverfahren beordert wurden und eben Stück für Stück werden diese Menschen abgeordert, werden rausgeschmissen und die Universitäten werden so vom islamischen Regime wieder unter Kontrolle gebracht. Wir haben gesehen, die Schülerinnen und Schüler, die so unglaublich mutig ihre Lehrerinnen und Lehrer aus der Schule geschmissen haben, die Bilder des Religionsführers Ali Khamenei von den Wänden gerissen haben und die auf den Schulhöfen dieses Lied, was wir hier gerade gehört haben, gesungen haben, Badoye für die Freiheit. Und dann haben wir in den letzten Monaten, Anfang des Jahres gesehen, als eben diese Bewegung nicht mehr so stark war, dass das islamische Regime dort mit Giftgasangriffen, insbesondere auf die Mädchenschulen, systematisch diese Menschen eingeschüchtert hat, sie unterdrückt hat und auch viele Menschen dort verletzt hat und eben sogar, es hat sogar Tote gegeben. Und dann haben wir gesehen, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die im November Generalstreik veranstaltet haben, wo das ganze Land eigentlich lahm lag und auch vor 2 Monaten noch einmal Massenstreiks gegeben hat, insbesondere auch in der Öl- und Gasindustrie. Und dann wurden tausende Arbeiter auf einen Schlag entlassen. Und es wurden dann nach einer Weile eben genau dort, wo diese Streiks stattgefunden haben, dann nach einigen Wochen später, dann kommt das islamische Regime und dann verhaftet sie. Die Leute, von denen sie meint, dass sie vielleicht mit da organisieren und dass sie dort eben nicht mehr gewünscht sind. Und dann haben wir gesehen, die Frauen, die auch jetzt immer noch ohne Kopftuch auf die Straßen gehen, weil sie genau wissen, das Kopftuch ist für das islamische Regime eben das Herrschaftssymbol über die gesamte Hälfte der Bevölkerung, über die Frauen im Iran und dass ohne diese Unterdrückung eigentlich auch das islamische Regime selber nicht mehr weiter bestehen kann. Und das ist unglaublich mutig, wie diese Frauen auch alleine auf die Straßen gehen und dort ihren Alltag ohne Kopftuch verrichten. Auch in der letzten Woche haben wir wieder gesehen, zum Beispiel ein Konzert in Räumen des von dem Innenministerium zur Verfügung gestellt wurde, ein Konzert und dort sind die Frauen mit Kopftuch reingegangen und dann haben sie geschlossen, nicht geschlossen, aber zu großen Teilen einfach ihr Kopftuch abgenommen und dort eben ihren Protest gegen diese Maßnahmen ausgedrückt. Und dann sehen wir aber, wie langsam das islamische Regime wieder die Hoheit über diese Symbolik dann in dem Fall, über, also ihre Herrschaft wieder festigt. Und zum Beispiel zu Anfang
erst die Straßenkontrollen verstärkt hat mit Videokameras, mit Videoüberwachungstechnik, die aus China häufig kommt, aber zum Teil auch eben aus westlichen Ländern unterstützt wird, dass sie dort mit Videoüberwachung zunächst die Frauen, die ohne Kopftuch Auto fahren, entweder erst mit Ordnungsgeldern belegen oder dann gegebenenfalls auch verhaften oder auch die Fahrerlaubnis komplett entziehen. Und jetzt inzwischen schickt das islamische Regime Propagandavideos, die zeigen, dass sie so Straßenkontrollen durchführen und dass sie dort eben die Frauen direkt einscannen und dann mit Gesichtserkennung die Leute hinterher kontrollieren können und eben ihnen Bußgeldbescheide schicken und so weiter. Und so versuchen sie systematisch genau diese Bewegung, die so aktiv ist und die so entscheidend ist, eben uns zu unterdrücken. Und das heißt eben nicht, dass die Iranerinnen und Iraner inzwischen still geworden sind, sondern das heißt, dass der Druck enorm ist. Und wir haben gesehen, dass die Gefangenen im Iran, dass sie von innen, von den Gefängnissen aus aktiv waren, dass sie Briefe geschickt haben, dass sie sogar protestiert haben im Evin-Gefängnis oder in Rasch zum Beispiel im Gefängnis und dass dann im Gefängnis geschossen wurde und dass das Evin-Gefängnis zum Beispiel auch angezündet wurde. Und dass gerade diejenigen, die dann sich äußern aus dem Gefängnis heraus, in Einzelhaft kommen, in Isolierhaft und dort im Prinzip mit, wir senden das, weiße Folter, mit psychologischer Folter bearbeitet werden. All diese Dinge passieren gerade im Iran und der Westen scheint das schon abgehakt zu haben. In Europa und den USA denkt man nicht mehr darüber nach, wie schwer diese Bewegung aufrechtzuerhalten ist im Iran, sondern in Europa und dem Westen, wie man so schön sagt, wird daran gearbeitet, dass man wieder Verträge mit dem islamischen Regime machen kann, dass man wieder Hände schütteln kann mit den Vertretern des Regimes und dass man wieder zum Beispiel den Iran eben aus der Klammer Chinas dann irgendwie vielleicht befreit oder so oder einnehmen kann. Und so wurde zum Beispiel letzte Woche der Teheraner Bürgermeister nach Brüssel eingeladen zu einem Bürgermeistertreffen, weltweiten Bürgermeistertreffen und das einfach so, als ob nichts wäre, eben Hardliner des islamischen Regimes hier nach Europa eingeladen werden, ohne dass ein großer Aufschrei hier in den Medien stattfindet und so weiter. Oder es wurden der Arbeitsminister und die vom Regime vereinnahmten Gewerkschaftsvertreter, die sogenannten Shuroye Kordegal, also die Arbeiterräte, die nach der islamischen Revolution im Iran installiert wurden und direkt mit dem Regime zusammenhängen, die sind nach Genf gefahren zur internationalen Arbeiterkonferenz der ILO. Und all das läuft wieder ab, so wie vorher auch. Der Westen tut so, als hätte es nie was gegeben. Und so wurden zum Beispiel in der letzten Woche 2,6 Milliarden Euro, die der Irak noch an den Iran überweisen musste, sozusagen von den USA freigegeben, denn die hatten diese Sanktionen ausgesprochen und den Irak dazu gebracht, dass diese Gelder nicht fließen dürfen. Und die Gelder sind jetzt geflossen und es sind auch weitere 7 Milliarden, die aus Südkorea freigegeben werden sollen. Und es gibt Verhandlungen zwischen westlichen Vertretern und dem islamischen Regime, um das Atomabkommen wieder abzuschließen und dann eben alle möglichen Gelder, die eingefroren sind, wieder fließen zu lassen. Und wir stemmen uns hier in Deutschland dagegen, dass eben diese Politik, die ja über 40, 44 Jahre so durchgeführt wurde, diese Appeasement-Politik gegenüber dem islamischen Regime, dass die weitergeführt wird, dass genau diese Fehler immer wieder wiederholt werden. Wir haben ja eigentlich gedacht, jetzt nachdem man mit Russland eben mal einen Cut macht und sagt, so kann es nicht weitergehen, dass man das auch mit dem islamischen Regime macht. Aber eben genau das passiert nicht, sondern man sagt jetzt, nein, wir müssen uns wieder annähern an die
verbrecherische islamische Regime, das foltert, das die Menschen ins Gefängnis schmeißt, das die Menschen tötet auf den Straßen. Ich habe noch gar nicht gesprochen von den Kurdinnen und Kurden, die diese Woche bombardiert wurden, die kurdischen Parteien im Westen des Irans oder den Baluchis, den Menschen in Baluchistan im sunnitischen Teil, die immer wieder massiv bedrängt werden. All das findet hier in der Öffentlichkeit nicht mehr statt. Ich weiß, das ist nicht einfach, das immer zu verfolgen, aber es kann einfach nicht sein, denn unsere Regierenden, die wissen genau darüber Bescheid, und es kann nicht sein, dass sie jetzt wieder Hände schütteln mit genau diesen Verbrechern und dass genau diese Schleife sich wiederholt und Menschen dabei im Iran daran sterben, genau daran. Und ich fand es gut, dass Zeit hier gerade nochmal auch diese Geiseldiplomatie angesprochen hat. Genau diese Geiseldiplomatie hält das islamische Regime über diese Jahrzehnte an der Macht, weil sie auch die Menschen im Iran erpressen kann, obwohl diese zu 80-90% eben die Freiheit wollen und eben auch einfach eine sozialere, eine bessere Welt im Iran und dann auch darüber hinaus wollen. Deshalb möchte ich Sie bitten, auch hier in Deutschland aufmerksam zu machen darauf. Sie können durchaus was tun. Sie können die Regierenden, ihre Abgeordneten hier anschreiben und ihnen das mal schildern, dass sie nicht wollen, dass die Hände geschüttelt werden mit Menschen, die selber persönlich an Folter beteiligt waren. Oder wie der Polizeichef von Mosandaran, der jetzt gesagt hat, die Frauen, die ohne Kopftuch auf die Straße gehen, denen sollte man einfach das Genick brechen. Ein unglaublicher Satz, und solche Menschen müssen sofort auf die Sanktionsliste, und wir fordern nicht nur Einzelpersonen auf die Sanktionsliste, sondern dass die komplette Revolutionsgarde, die komplette IRGC muss auf die Terrorliste. Ich danke Ihnen. Oh, hey!